Ja, Grüße aus Hamburg, Grüße aus Hamburg-Barmbek. Bestes Wetter tatsächlich, es ist wirklich sehr angenehm. Und ich habe gestern eine Nachricht bekommen, Krogi, du musst uns mal wieder updaten. Vor allen Dingen bei YouTube gab es das. Und das mache ich hiermit. Mal wieder ein Update in Bezug auf die Explosion, die hier abgegangen ist in der Hamburger Straße. An dem Lagerhaus, wo ja einfach viele Leute ihren in Raum haben zum Mieten, wie auch immer. Und genau, 8 Tage sind vergangen. 8 Tage waren für mich schon mal eine gute Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich glaube, ich bin auch auf einem ganz guten Weg, dass ich damit gut so für mich persönlich klarkomme. Das ist schon mal viel wert. Aber erstmal die Updates. Was gibt's so? Es gibt noch keine Updates in Bezug auf die Person, die verunglückt ist. Da weiß man immer noch nicht, wer diese Person sein könnte. Also diese Person wird nicht vermisst, nicht gesucht und kann bislang wohl nicht identifizieren werden. Also auch für mich ein großes Fragezeichen, was das bedeutet. Zumal ich ja, wie gesagt, dann auch in dem Raum oder in dem Gebäude war, kurz vorher. Und dass da jetzt jemand ist, den eigentlich keiner kennt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist schon komisch. Auf jeden Fall gibt es da bislang nichts Neues. Also 8 Tage nach dem Ganzen. Sind es 8 Tage? Ja, kann man sagen. Vielleicht 9. Dann ist es so, dass zur Ursache auch noch nichts klar ist, was da passiert ist. Also was, man kann auch nicht sagen, was genau der Grund ist. Also die Ermittlungen laufen noch an. Das ist auch nicht so toll, finde ich, aber es kann halt wohl lange dauern. Das habe ich mir nochmal von verschiedenen Stellen informiert. Ich habe einen Kumpel bei der Feuerwehr hier. Ich habe über einen anderen Freund Kontakte zur Kripo. Und so gesehen glaube ich das, dass sie unabhängig voneinander sagen, dass es einfach sehr lange dauern kann. Ich gehe mal ein bisschen hier weg, weil die wird gerade gerödelt. Ich kann mich nicht so gut bewegen, aber ich kämpfe. Ich kämpfe damit. Also es dauert anscheinend seine Zeit, bis man hier genaues sagen kann. Momentan sieht es so aus, ziemlich ruhig. Ne? Nicht viel los. Hier die Fenster auf der anderen Häuserfront werden auch schon alle instand oder sind schon instand gesetzt. Und sonst kann ich hier nichts Neues berichten. Also, wir halten fest. Es gibt weder Informationen zum Verstorbenen, noch gibt es Informationen zur Explosionsursache. Das bedeutet, die Ermittlungen laufen noch an. Das wiederum bedeutet, dass auch noch Polizei rund um die Uhr vor Ort ist, was ich persönlich ganz gut finde. Ne? Das ist ja ganz okay, dass das bewacht wird. Bedeutet aber auch, dass es noch nicht weitergeht mit der Frage, wann kommt man rein, kann man überhaupt rein, wie sieht's aus? Und sie müssen auf jeden Fall auch noch mit dem Statiker Arbeiten durchführen. Also erstmal der Statiker muss durchgehen, das meine ich. Und dann müssen im Nachgang mit Bauunternehmen Arbeiten durchgeführt werden, damit das Haus stabilisiert wird. Da haben wir allerdings als Mieter überhaupt keine Informationen und wissen nicht, ob das geplant ist, wie das geplant ist, was da abgeht. Und das ist allerdings relativ anstrengend, weil es einfach keine Informationen gibt. Also das kann bedeuten, dass wir auch die nächsten, weiß nicht, 4, 5 Wochen nicht wirklich wissen, was abgeht. Und das ist insofern blöd, dass natürlich viele Menschen auf die Sachen, die jetzt da drin sind, angewiesen sind und so nicht ihrem täglichen Job nachkommen können. Das ist auf jeden Fall total müßig so und dumm. Macht überhaupt keinen Bock. Aber es dauert halt so lange. Es sind halt viele Parteien da drin, der Schaden muss aufgenommen werden, das ist halt riesengroß und geht halt durchs ganze Gebäude. Und jetzt stehe ich mal auf der anderen Ecke sozusagen und zeige ich das nochmal, damit man es nochmal sieht. Hier war ich nämlich noch nicht und ist ganz spannend. Ne? Also da ist die Explosion, ging dann hier halt komplett durch und naja, immerhin kann man sehen, dass hier ganz hinten noch das Fenster intakt ist. Wie es da vorausschaut, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall sein, es kann auf jeden Fall wirklich sein, dass Christoph und ich insofern Glück haben, dass unsere Sachen, naja, zumindest nicht ganz Schrott sind.
So ist, weiß man nicht genau, wie weit da Dinge entstanden sind. Aber ey, wir können da Glück haben, aber es ist halt noch immer, ja, immer Tat, noch immer Tatort, und es ist, die Ermittlungen gehen halt immer noch weiter. Von daher kann man einfach nichts machen. Also hier ist ein anderer Zaun. Zeig ich auch. Ja. Tatort wird noch bewacht, und so gesehen ist das eine ganz blöde Geschichte, die noch sehr lange dauern kann. Und ist ja nicht nur für mich gesprochen. Ich meine, ich kann ja arbeiten so. Das ist zwar auch für die Arbeit genutzt, aber vor allen Dingen ja auch für mein privates Vergnügen. So, das, aber es gibt ja auch ganz viele andere Menschen, die das als Haupterwerb haben. Und für die ist es natürlich doppelt scheiße, dass es überhaupt nicht weitergeht. Ja, und es ist traurig. Also ich stehe jetzt hier wirklich auf dem Parkplatz gegenüber, also an der Seite, und gebe euch einfach ein Update. So. Ja. Da ist einfach ein... Von dieser Seite sieht es eigentlich gar nicht so schlecht. Also es sieht schon ramponiert aus, ja. Aber weiterhin nach da geht es ja eigentlich schon. So, ich gehe mal rum. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Und ich check mal ein bisschen was vom Chat, was abgeht. Das ist kein RBTV-Gebäude, habe ich gerade gelesen. Nein, RBTV oder Rocket Beans, wir sind in der Heinrichstraße, da ist alles gut. So, warum der Rocket Beans-Bezug hergestellt ist, liegt zum einen daran, dass RKTBNS, also die Klamottenmarke von Rocket Beans, und Eid, also Christoph, die machen das ja zusammen, und deswegen ist das sozusagen das Lager von RKTBNS. Das ist in Mitleidenschaft gezogen. Und Christoph und ich, wir haben ja schon ganz lange irgendwie so eine Kuddelei, und da habe ich einen Raum gemietet, quasi bei seinem Lager. Und da habe ich halt gestreamt und ursprünglich halt Schlagzeug gespielt. Das habe ich jetzt ja schon zuhauf erzählt, ne? Also Drums, und dann kam Corona und immer mehr Stuff ist da reingekommen, und habe dann jetzt diese Late-Night-Sendung für Rocket Beans dort gemacht. Und ja, mich da so ein bisschen verwirklicht, so einen Kreativraum geschaffen, so, ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Aber ich meine, das kennt ja, ich bin, also die Leute, die hier zuschauen, werden es wohl wissen, was ich da gemacht habe. Und Spekulation, was ihr gerade schreibt, das kann ich nicht, ich habe gerade sehr sonnig, deswegen muss ich mal jetzt gucken, ob ich was lesen kann. Was steht hier mit Spekulation? Nee, man weiß nicht, was explodiert ist, also die Ermittlungen laufen noch, und ja, ey, ich kann da auch nicht mit spekulieren. Also könnte ich, will ich aber nicht, weil es gibt halt Profis, denen vertraue ich, dass sie das korrekt machen, dann ist gut. Was ich eben so halb nuschelig da gesagt habe, weil da viele Leute waren, die haben dann irgendwie gearbeitet. Also ich habe Kontakte zur Feuerwehr, das ist ein guter Freund von mir, ist genau hier bei der Wache Barmbek. Und ich habe über einen anderen Kumpel Kontakte zur Kripo. Und die bestätigen mir alle, dass das wirklich einfach noch dauert und es da einfach nichts Neues gibt. So, ne? Das ist so das Update. Und das gab es heute auch nochmal von der Polizei, dass die Ermittlungen, wie gesagt, laufen. Das Gebäude ist weiterhin bewacht, was ich ganz gut finde. Und erst wenn die Ermittlungen durch sind, dann kann man halt gucken, wie es weitergeht. Ich persönlich habe schon gedacht, ob man so eine Art, weiß ich nicht, Bauzaun errichtet, also nicht Bauzaun, wie heißt denn das? Baugerüst, genau. So ein Baugerüst errichten lässt, um an die Räumlichkeiten zu kommen und vielleicht anderweitig was zu bergen mit einer Stütze von außen oder so. Aber es ist alles nicht denkbar, solange nicht die Ermittlungen abgeschlossen sind. Also, ja, schwierig. Versicherungsthema braucht man gar nicht mehr drüber, braucht man an dieser Stelle gar nicht reden. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Zumal ja auch der Schaden nur bedingt klar ist, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also ich glaube nicht, dass alles tadellos funktioniert, allein auch wegen der Rauchentwicklung vom Feuer. So. Also Explosion, hast du Feuer, dann hast du irgendwie Löschwasser. Aber ich weiß es nicht. Ja? Neues vom Statiker gibt es auch nicht. Nee, es ist also wirklich... Also gestern unter dem YouTube-Video aus meinem letzten war jemand relativ aggressiv und sagte, ey, du wolltest Updates geben? Es gibt halt keine Updates. Also es gibt wirklich keine Updates, außer dass es super lange dauert. Dementsprechend
also es kommt Frustration auf, klar. Man freut sich, dass man da raus ist. Das ist, ey, keine Frage. Ne? Das ist, brauche ich. Ich erwähne es aber nochmal, einfach damit alle es raffen. So super, super gut. Nicht für einen persönlich ist man da unbeschadet rausgekommen. Aber grundsätzlich weiß jetzt keiner, wie es weitergeht mit dem Stuff. Und wie gesagt, neben meinem Raum sind ja auch zwei große Tonstudios. Und selbst wenn ich das bergen kann, dann laufe ich da mit dem Computer raus, mit dem Schlagzeug oder sonst was, oder eine Gitarre. Aber die Tonstudio-Kollegen, die haben halt große Mixing-Konsolen und die klemmst du dir mal eben nicht unter den Arm. Ne? Das ist einfach auch ein Problem. Und von daher einfach mal gucken. Abwarten und Tee trinken, ja, das ist die Devise, exakt. Einfach abwarten und Tee trinken. Ich bin in der Beziehung allerdings relativ schwer zu erziehen. Also richtig chillen, also richtig nur rumsitzen und chillen ist auch schwierig, weil man ja auch manchmal Dinge anschieben muss. Also ich will jetzt keinen nerven oder so, aber einfach mal alle 2-3 Tage mal nachhaken, was ist gerade der Stand, ist schon wichtig bei so vielen Mietern tatsächlich. Das ist schon nicht unwichtig. 4 bis 6 Wochen musst du noch rechnen, bis ich weiß, was abgeht, oder was meinst du? Oder bis man sagen kann, es ist was stabilisiert und man kann reingehen. Hier gehe ich gerade zur Baustelle, es ist mir zu laut. Ich drehe wieder um. Zero, führe fort, was du damit meinst. Ne, wichtige Infos wurden überhaupt nicht verpasst. Ich grüße euch erstmal alle. Einfach nur die Infos, ich wiederhole es jetzt nochmal, weil gerade natürlich mehr Leute dazukommen. Die Info ist die, dass es keine neuen Infos gibt im Kern. Also sind jetzt 8 Tage vergangen und es gibt weder Informationen zu der verstorbenen Person. Also es ist krass, immer noch fürchterlich, selbstverständlich, aber auch krass, denn keiner vermisst diesen Menschen so. Und das ist schon voll komisch. Also keiner vermisst diese Person und keiner kennt diese Person und sie konnte nicht identifiziert werden. Und ja, finde ich komisch, finde ich krass. Und zur Ursache gibt es auch noch keine offiziellen Angaben. Und ja, laufen die Ermittlungen noch. Das ist das, was einem passiert ist. So. Und das hat den zur Ursache oder zur Folge. Das ist die Ursache und jetzt kommt die Folge, dass man noch nichts dazu sagen kann, wie die Statik im Gebäude ist, weil wir da auch keine Informationen bekommen und wann vielleicht was gestützt wird und wann man vielleicht sogar rein kann und was bergen kann oder ob andere Leute was bergen können, was ja auch okay wäre. So gesehen müssen wir einfach warten, uns in Geduld üben und das ist schwierig. So, aber muss man halt durch. Genau. Andere Informationen, was ganz cool ist, Shoutout an Paul oder Shoutout an die ganzen Dr. Freud Community, an die ganzen Freuds, also an Olli, an Paul und an Flo. Paul hat mir ja sofort irgendwie eine Nachricht geschickt, ey, leih dir meinen Laptop und meine Kamera und mein Mikrofon. Und dann habe ich da erst gesagt, ey, also ich bin davon ausgegangen, dass man schneller Klarheit bekommt, was abgeht. Aber es ist halt überhaupt nicht der Fall, es würde wirklich noch dauern. Jetzt mache ich so, dass ich nicht diesen Freitag, sondern Freitag in einer Woche, den 18., da fahre ich nach Berlin, ganz früh morgens mit dem Zug, fahre zu den Freuds, mache noch irgendwie in deren Kochsendung mit oder so und dann leihe ich mir von Paul zumindest schon mal einen Laptop und eine Cam und ein Mikrofon, dass ich zumindest ein bisschen streamen kann. Das ist richtig geil. Freuen uns auf dich. Nice, ey. Guck mal, da sind sie schon da. Richtig geil. Freue ich mich richtig drauf. Und das finde ich mega, mega cool und habe mir gestern schon Zugtickets gebucht. Genau, und dann geht's dahin und dann gucken wir mal weiter, wie es dann eben weitergeht. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man so lange gar nichts weiß. Aber vielleicht ist es ganz gut. Liebe Freuds, wenn ich erst nächste Woche da bin, dann kann ich vielleicht schon mehr sagen. Das kann sein. Das ist doch die Gelegenheit, dass du durchs Land reist und von dort aus mit Leuten streamst. Ja, ey, auf jeden Fall. Ich habe nächste Woche halt keinen Urlaub. Das heißt, es wird ein krasser Tag. Deswegen früh morgens hin, dann ein bisschen Quatsch machen. Und dann
nachmittags zu RBTV. Aber das kriege ich alles geregelt. Das wird auf jeden Fall auch schön. Brainex schreibt, ist er selbst betroffen? Ja, genau. Also ich bin hier nicht einfach, um einfach nur Deutschlands schönste Explosionsstätte zu zeigen. Vielleicht auch eine Möglichkeit zukünftig. Oder vielleicht zukünftig auch Lost Places. Kann ja sein, dass das hier auch alles vergammelt. Nein, ich bin mit davon betroffen und deswegen irre ich gerade hier umher. Und es gibt einfach nur ein kurzes Update. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gar keins machen wollen jetzt, weil es nichts Neues gibt. Aber es gab so ein paar Stimmen, die gezeigt haben, yo, mach mal. Aber das ist ja trotzdem schon eine schöne Information. Freitags bei den Freuds freue ich mich drauf. Das wird schön. Und außerdem ist ein Berlin-Trip auch immer cool. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ich hätte gerne vielleicht sogar das Wochenende da verbracht. Aber es geht in dem Fall nicht. Aber das können wir nachholen. Können wir vielleicht auch mal in Berlin skaten oder so. Naja. Nächstes Jahr rufen wir uns zusammen. Was? Dann kommt... Also, mir ins Eisenbahnmuseum, das ist geil. Schön ins Eisenbahnmuseum nach Österreich, ne? War das? Ich weiß nicht. Hashtag Freuds loben. Könnt ihr jetzt schon mal machen. Es gibt jetzt schon mal Vorschusslorbeeren oder auch, ich meine, ohne die Freuds hätte ich kein neues Drumset. Sind wir mal ganz ehrlich. So, das ist schon mal richtig. Aber ich meine, ich habe das Drumset jetzt gerade nicht mehr. Was soll ich sagen? Aber vielleicht habe ich ja Glück. So, habe ich was vergessen? Ja, weiteres Update. Christoph und ich gucken uns weiterhin Räumlichkeiten an. Das läuft auch ganz gut. Denn Christoph muss ja wirklich händeringend jetzt eine Räumlichkeit haben, damit er weiter produzieren kann. Ne? Textilunternehmen, da braucht er Platz. Und wir haben uns schon was angeguckt. Wenn das klappt, dann gehe ich da mit rein. Dann habe ich da wieder ein Lager. So, also bin ich in seinem Lager. Nur, also wir haben uns eine Räumlichkeit angeguckt. Das möchte ich jetzt nicht ausführen, weil es noch nicht ganz klar ist, ob das klappt. Sollte es klappen, dann müsste ich innerhalb dieses Lagers, was wirklich nur ein großer Raum ist, mir einen Raum reinbauen. Das kriege ich aber hin. Also irgendwie mit Rigipswänden und dann Dämmung rein und so. Das ist vielleicht ein Projekt für den Stream tatsächlich. Also, weil ich habe da nicht so, also ich habe da keinen Plan von, aber mir wird schon gehen. Ein kleines Dilemma habe ich übrigens. Was glaubt ihr, wo mein Werkzeug liegt? Also ich habe eine gute Bohrmaschine, gutes Werkzeug, einen Werkzeugkasten. Was glaubt ihr, wo das alles liegt? Ich gebe euch 5 Sekunden, um drauf zu kommen. Ich gebe euch 5 Sekunden. Ja, darfst raten. Dumme Frage, warum lässt du denn nicht bei den Bohnen deine Sachen lagern? Bei den Bohnen ist kein Platz. Also beim Bohnen ist überhaupt, also es ist unmöglich. Also jetzt über Rocket Beans zu sprechen, das, die Heinrichstraße, das ist ja auch, wie soll ich sagen, das ist ein Wohnhaus und das ist voll. So, da ist kein Platz für privaten Kram. So, das funktioniert nicht. So. Aber unabhängig davon will ich ja auch weiter was machen und will ja auch einen Raum haben, wo ich dann Schlagzeug spielen kann später. Also ich gebe jetzt nicht auf. Das ist schon mal Fazit, ja. Also ich will jetzt, auch wenn es jetzt ein finanzieller Verlust ist oder was auch immer, wird nicht aufgegeben. Es geht auf jeden Fall weiter und ich hatte gerade Spaß daran gefunden und mir gerade irgendwas aufgebaut, wo ich dachte, das funktioniert gut. So, also geht es da auch weiter und Christoph hat Lust, dass wir weiter was zusammen an den Start bringen. Das freut mich auch sehr. Auch cool, dass ich ihn nicht genervt habe die ganze Zeit, dass er sagt, Mensch, lass uns zusammen was machen. Und von daher ist es ja gut. Nur es dauert halt auch da, bis dieser Raum dann im Lager quasi fertiggestellt würde, wenn das Lager dann gemietet wäre. So, und wenn man das auch bekommen würde, dann ist da viel Arbeit, aber hey, dann geht es da weiter. So. Das Gehäuse darf nicht betreten werden, exakt. Ne, genau, es ist Tatort und auch nicht sicher. Das Leben ruckelt manchmal, wenn es einen Gang höher schaltet. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwann sagen, dass ich das irgendwann sage. Momentan bin ich halt so in der Schwebe und weiß nicht genau, ob der Gang wirklich nach oben geht oder ob es, ob das Auto kaputt ist. So, aber ich will halt trotzdem weiterfahren. Versteht ihr das? Muss ich mal gucken. Vielleicht muss man da mal kurz in die Werkstatt abbiegen, um da mal kurz einen Pitstop zu haben. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Ja, absolut. Ich glaube auch daran. Also wie gesagt, ich freue mich darauf, dass ich dann zu den Freuds komme, kommenden Freitag. Und wenn ich dann schon mal einen Laptop habe und eine Cam und ein Mikrofon, dann kann man schon mal ein bisschen cooler streamen. Dann kann man auch Step by Step was machen. Und sollte bis dahin sogar eine Räumlichkeit gefunden sein, wäre es Killer. Ja, und dann haben wir viel vor. Dann gibt es erstmal keine Drum-Streams, dann gibt es erstmal Werkstatt-Streams. So, dann gibt es erstmal Wendebau-Streams. So, und
da muss man halt mal gucken, wie es dann genau weitergeht, aber es wird schon. Du bist Freitag bei den Freuds am 18., eine Woche später. Diese Woche Freitag wäre, haben sie schon gesagt, könnte ich vorbeikommen. Nur ich muss diese Woche Freitag auf eine Beerdigung von einer, von die Großmutter vom besten Kumpel. So, da bin ich am Start. Deswegen am 18. Der heilige Krogi strahlt, so ist es. Kossi schreibt schon, Krogi, bei aller Liebe, was passiert? Das ist super hart, verstehe ich. Aber wenn ich das wirklich aus der Bahn werfen würde, würde mich das doch sehr wundern. Du bist ein geiler Typ und du packst das. Ja, absolut. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte. Nee, ich habe aber, also ich, ganz ehrlich jetzt nochmal, das habe ich auch die letzten Streams erzählt. Mir geht es jetzt wirklich besser, aber es war schon so ein Zustand von, boah, weiß ich auch nicht. Das war nicht so leicht zu verarbeiten. Also ich meine, wenn ich jetzt nach 8 Tagen schon damit besser klarkomme, dann habe ich es, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Aber ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass mich das schon für, weiß nicht, für eine Woche richtig einnimmt. So, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also das war, ich mag mir nicht ausmalen, wie das ist, wenn man mehr verliert oder andere Sachen. Aber klar gucke ich nach vorne, logisch. Ne? Also mir geht es wirklich besser, ein bisschen gesetzter, ein bisschen, weiß ich nicht, hoffentlich auch ein kleines bisschen objektiver an die ganze Sache angehen. Der letzte war auch super emotional, auch so in alle Richtungen, aber auch so aggressiv. Wenn Leute das nicht nachvollziehen konnten, was man de facto auch nicht kann, wenn man nicht davon betroffen ist, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also selbst meine Family, dass die das nicht so mitkriegen, dass es, da denke ich mir so, okay, das ist schon krass gewesen, aber für die ist es dann so, ja, war schon krass. Aber das ist okay, so, das ist vollkommen in Ordnung. Nur letzte Woche war es für mich nicht okay, weil ich das selber erstmal verarbeiten musste. Ja, also muss man auch mal Sachen sagen. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass du wirklich weiter auf dich achtest, dir was Gutes tust und dir immer Zeit nimmst, die du brauchst. Ja, ist trotzdem schwierig für mich. Also ist ein gut gemeinter Rat und ich verstehe auch komplett die Kernaussage. Ist trotzdem schwer, das so umzusetzen. Weil man natürlich jetzt gerne was regeln möchte, weil ich natürlich irgendwie gerne was machen möchte. Aber du hast natürlich recht, das passt schon. Ich habe die Eichhörnchen-Gang, ja genau. So. Aber es geht mit den Umständen entsprechend wirklich gut und viel, viel besser. Die Ungewissheit ist halt scheiße. Also nicht zu sagen, guck mal, man könnte jetzt auch sagen, wenn ich genau wüsste, der Raum ist einfach Matsche, dann könnte ich jetzt auch anderweitig nach vorne blicken. So, aber das kann ich halt nicht, deswegen muss ich jetzt in allen Bereichen sozusagen erstmal geduldig sein und das Beste draus machen. Das ist für mich schwer, weil ich das ist nicht so meine Art, aber das kriege ich schon hin. Ja. Wo kommt deine Familie? Aus Quakenburg, Osnabrücker Land. Ist nicht so weit, 2 Stunden, ist nicht so weit weg. Nee, alles gut. Ich meine damit, also wir haben ein gutes Verhältnis. Ich meine damit nur, dass ich nicht von allen Leuten erwarten kann, dass die das gleich stark empfinden wie ich. So, wisst ihr? Das meine ich. Und da muss ich halt durch. Genau, das ist mein Streaming-Raum. Bisschen Lager. War jetzt auch echt viel Kram drin, hat sich super viel angehäuft. Und jetzt mal gucken. Ja, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt mein kleines Update. Was halt nicht wirklich eins ist. Außer am 18. geht's in Freuds. Das ist schön. Und was kann ich noch sagen? Nö, ich weiß nicht mehr. Also Raum haben wir uns angeschaut oder wir haben uns Räume angeguckt. Vielleicht geht's da weiter. War gerade ein kleiner Hänger, ne? Ja, mein Werkzeug war da auch drin. Da war ziemlich viel Kram drin, muss ich sagen. Da war auch, also mein ferngesteuertes Auto war da nicht drin. Aber da war ziemlich, also wirklich, gestern wollte ich noch meine Bohrmaschine holen. Da habe ich gedacht, erst gemerkt, dass die da auch noch drin war. Also, richtig blöd. Ist da Versicherung oder? Nee. Das Thema, ich weiß, das spricht gerade jeder an. Und auch zu Recht. Und dann kann man auch Dinge sagen wie, ey, was ist da los? Warum klappt das nicht? Ich habe schon unabhängige Versicherungsmenschen gesprochen, das ist aber nicht so easy. Also,
es ist ja wirklich alles in der Schwebe. Und ja, also kann gut sein, dass es wirklich ein, also es könnte sein, dass es ein Cut wird und Neustart ist, so komplett. Und wenn ich Glück habe, kann ich noch ein bisschen was retten. Und wenn ich richtig Schwein habe, kann ich alles retten. Aber Versicherungen, da kann ich mich nicht drauf verlassen. So, das ist halt so. Aber ey, geht schon weiter. Ich weiß ja auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß ja auch, dass ich super viele coole Leute an meiner Seite habe. Super viele Leute auch jetzt, die hier zuschauen und einem zur Seite stehen. Und das ist halt viel wert. Und deswegen brauche ich jetzt auch nicht griesgrämig sein, sondern einfach nach vorne blickend. So. Von welcher Marke ist nochmal dein neues Drumset? Ist es eine deutsche Firma? Nee. DW, das ist in Kalifornien. So. Hier geht es den Nachbarn mit den Tonstudios ähnlich, nur beschissener. Beschissener deswegen, weil das deren Haupterwerb ist. Und die natürlich, wenn selbst die Freigabe des Gebäudes da sein sollte, natürlich unheimlich viel Unkosten auch haben, um das Gebäude, also um deren Räumlichkeiten zu bergen. Ne? Also der Dennis von den Yeah Yeah Studios, der sagte schon, braucht mindestens eine Woche, um sein Studio auszuräumen mit einer halben Fußballmannschaft. Also ich glaube, der braucht schon irgendwie 7-8 Leute, die allein die Technik ablöten, also auch nicht rausreißen, muss es dann ablöten. Und dann hat er ja auch ein Piano drin, dafür brauchst du einen Kran. Puh, ey, das ist auf jeden Fall viel. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Liga oder eine ganz andere Qualität von Problemen, die ich hier euch gerade um die Ohren fetze. Und dementsprechend ist es ja bei Marc ist das Gleiche, der hat auch so eine Hardware drin. Gott sei Dank sagte Marc mir, dass der von Marc's Mastering Studio, dass er viel seiner Daten in der Cloud hat. Das ist schon mal geil, weil nicht nur Hardware kann nerven, sondern natürlich auch auf Projekte, ne? So, das ist natürlich auch etwas, was man immer vercheckt. Aber wird schon. Wird schon gehen. Wie viel Verlust hat er denn im Vergleich zu dir? Ja, ich kann das alles nicht so richtig beziffern, aber ein Tonstudio kriegst, also wenn du ein krasses Vintage-Tonstudio hast, bist du bei viel wert. So. Da bist du bei, das weiß ich nicht, 500k? Das ist schwer zu sagen. Viel steckt mir. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja gleich wie bei mir. Guck mal. Im Kleinen. Ich bin jetzt, nur zur Erklärung, es soll gar nicht um meine Person gehen, aber nur zur Erklärung, wie sich Werte anstauen. Ich bin seit 1,5 Jahren jetzt in dem Raum, habe mir das angemietet aus dem Grund, weil ich sagte, ich will in Hamburg auch Schlagzeug spielen. So. Und habe dann mir diesen Raum gemietet, stand ein Schlagzeug drin. Billo-Schlagzeug, nicht teuer. So, dann habe ich das ausgebaut. Dann habe ich mir von der Band Mikrofone da reingestellt, habe das alles mal verkabelt, dann war da ein Computer drin, Step by Step. Dann irgendwann wurden die Sachen ausgewechselt durch bessere Sachen, dann ein paar Lampen rein, dann kam Corona, dann habe ich da meine VR-Brille und so ein Zeugs reingetan und dann ging das halt immer so weiter, bis dann irgendwann richtig viel Kram drin war. Die Orgel von meiner Oma steht da drin, so ein Erbstück, dann irgendwie ein paar Lampen von meiner Oma, also die hätte ich auch ganz gerne zurück, weil mir die Person natürlich viel bedeutet. Und so summiert sich das. Und genau das Gleiche ist auch bei den anderen Kollegen natürlich. Wenn man sein ganzes Leben lang in eine Sache rein investiert, also mit dem Hab und Gut, was man hat, da man einfach so davon überzeugt ist, dass das einfach einem selber gut tut und dass das so die Sache ist, die man gerne machen möchte, dann kommen dann schnell Werte zusammen. Ja? Und so baut sich Wert auf. Ne? Weil es gibt natürlich auch Kommentare, die sagen, ey, jetzt in meinem Fall, warum hast du denn dann nicht irgendwelche Sonderversicherungen oder keine Ahnung was? Naja, weil ich damit erstens nicht geplant habe, dass das Haus explodiert und zum anderen, weil mir auch nicht so schnell so klar war, dass sich da solche Werte aufbauen. Ne? Das ist, und natürlich der persönliche Wert, den du eh nicht versichern kannst. Also da bringt auch keine Versicherung was. Das sind so die Hauptpunkte, die das Ganze erschweren. Ja, und jetzt muss man halt gucken. Also, ne, auf die Frage, wie es den anderen geht, ja, ich denke mal, beschissener als mir, weil die einfach nicht wissen, was abgeht.
Aber die haben auch schon so ein paar Spendenaktionen am Laufen. Und das verstehe ich auch, weil die auch, wie gesagt, diese Bergung haben. Und dafür brauchst du gewisse Summe. Also wenn sie denn was bergen können, brauchen sie halt für die Bergung Geld. Und wenn sie nichts bergen können, dann müssen sie trotzdem zusehen, dass deren Kühlschrank irgendwie voll ist und dass sie halt weitermachen. Ja, so ist das bei denen. Und mit Christoph spreche ich auch darüber natürlich, weil wir beide uns ja wirklich so gemeinsam ein bisschen durchkämpfen wollen. Wie machen wir das Ganze mit Support von außen und Co. Und da sind wir uns beide Gott sei Dank wirklich einig und haben gar kein Problem, sagen wir wollen erstmal genau wissen, was abgeht. Und selbst wenn wir was Neues finden zum Anmieten, dann kommt Christoph da auch erstmal mit klar mit Kaution und Coutage und was der ganze Scheiß ist. Das ist ja auch etwas, was nicht einkalkuliert ist. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch aus einer Bäckereifamilie komme, wo sowas einem kleinen Unternehmen definitiv das Genick gebrochen hätte. Also sowas hätte quasi Familienbetrieb Krogmann komplett die Existenz gekostet. Also das ist schon, das darf man auch nicht vergessen. Bei dem ganzen, ja, chill mal, alles cool, es sind halt Existenzen und das ist bei mir halt nicht der Fall, außer dass ich mein persönliches Hab und Gut da drin habe, weil für andere ist das auf jeden Fall hart. So, das ist keine geile Zeit. Also nicht in der 6. Klasse, Mathe-LK, Drumset-Explosionsschutzversicherung, ja. Gab es nicht einen Comment für was ist passiert? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht gerade, wie da ist. Keine Ahnung. Info wahrscheinlich, ja. Ausrufezeichen Info. Caro hat das gebastelt. Ich weiß nicht. Waschbär ist auch da. Grüß dich. Ja, schön, dass ihr. Aber schön, dass ihr euch noch interessiert. Schön, dass ich euch auf den Laufenden halten darf. Und knappe 12.000 haben es im Moment mit Spenden. Ja, aber das dürft nicht verchecken. Das ist Jurik. Das sind die. Oh, wie heißt denn sein Tonstudio? Es gibt mehrere Tonstudios. Also die sind gerade alle so einzelkämpfermäßig am Start. Also die haben eine Spendenseite. Aber ich glaube, jede Firma kämpft für sich. Und das ist Juriks Tonstudio. Anderen haben, glaube ich, noch nicht so viel auf der Kette. Weiß ich nicht genau. Ich wünsche ihnen alles Gute auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier die offizielle Information zur Explosion. Das gibt's auch. Ach, ihr seid so lieb, liebe Moderationsmenschen. Ja. Step by Step wird's aufwärts gehen, ja. Genau, die Jaja-Studios haben, glaube ich, noch nicht so viel zusammen. Weiß ich auch nicht. Ja, und Christoph, wie gesagt, der guckt sich halt um. Wir gucken uns Räumlichkeiten an und vielleicht gibt es ja auch schon bald was Neues. Wir gucken mal, aber kann ich halt nicht versprechen. Und sollte es was werden mit einer Halle, wo ich mich mit einzecke, dann müsst ihr mir unbedingt helfen mit Anweisungen, wie ich einen Raum im Raum baue, so, oder mir Hilfe holen, um das dann so zu isolieren, dass man drin Schlagzeug spielen kann, ohne dass man alle nervt. So, das ist wichtig. Gönn dir eine Cocktail. Trockenbau. Ja genau, ich brauche Trockenbau-Spezialisten. Da geht es auf jeden Fall auch weiter. Zwischenwand ziehen, ja, sowas. Aber ihr braucht doch Werkzeug, weil mein Werkzeug ist im Raum. Raum im Raum, geil. Gibt es denn mit Eierscheinkartons? Schiffscontainer reinstellen und auskleiden. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Wird schon. Panic Room bauen, frag Kim.com. Aber das sieht wirklich nochmal ganz gut aus, dass wir vielleicht wirklich bald was finden. Es gibt schallisolierende Gipskartonplatten. Ja, es gibt sogar, habe ich auch schon recherchiert. Das ist alles so unsäglich teuer. Es gibt auch so einen Drum-Akustikraum schon so fertig. Boah, aber bevor ich 12.000 Euro für so einen Raum fertig ausgebe, da können wir doch selber was basteln, oder? Also jetzt mal ehrlich. Bondros haben sowas schon mal gemacht? Ja, die brauche ich. Die brauche ich auf jeden Fall. Dr. Wanjak lässt mal nette Grüße da. Ja, schön. Grüße zurück. Scheiß auf Haus an Haus, wir machen Raum an Raum.
Sand in die Zwischenwände ist gut. Das ist, ich weiß nicht, ob du es ernst gemeint hattest, aber das gibt es wirklich im Tonstudio-Bereich, dass man dort dass man Sand verbaut tatsächlich. Das ist schon eine gute Idee. Kerkern, Kerker. Ja, also erstmal Räumlichkeit finden. Also das ist mein Plan, ne? Räumlichkeit finden mit Christoph. Christoph darf mich schon überzeugen, aber es hat ja schon gesagt, dass wir zusammen was machen wollen. Dann in dieser Räumlichkeit einen Bereich für mich festlegen und diesen Bereich dann mit einer Wand abgrenzen und dann Step by Step diesen Bereich wieder mit Leben füllen. So, das ist so der Plan für die Zukunft. Und parallel muss es halt laufen, dass ich irgendwann weiß, ob ich da rein kann oder nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht, und das will ich auch nicht, und das wird mich richtig traurig machen, jetzt auch 6 Wochen hier stehen, jeden Tag vor der Tür stehen hier beim Haus und bangen, geht's weiter oder nicht. Also ich will einfach jetzt schon Dinge machen, die eh anstehen, denn das Haus wird safe abgerissen, ja. Also in diesem Raum was machen, sollte ja noch existent sein. Ist eh abgerissen, also das ist vorbei, ne? Also das wird nicht passieren. Also das Thema ist durch. Also gibt es eine Hilferufseite, wenn es mit dem Raum klar ist, würde ich mich auf jeden Fall mal melden und Leute fragen, ob es Ideen gibt, was man machen kann. Aber ich wiederhole es nochmal, Spendenruf kann kommen und wird auch kommen, wenn ich weiß, was Phase ist. Aber Stand jetzt ist es halt Quatsch zu sagen, Leute, spendet für was, keine Ahnung. Also es muss alles zusammengetragen werden. Vielleicht lag aber auch Zero Respawn mit der Schätzung falsch und wir können dann 2 Wochen rein. Ja, weiß ja keiner, aber trotzdem muss ja irgendwo ein Raum am Start sein. Es muss ja dann irgendwie weitergehen. Also wie gesagt, Christoph hat da noch mehr Drang. Und da gucken wir mal. Ein Fall für Ethan Winters. Wieso? Was macht der? Handwerkliche Hilfe. Ja, das auf jeden Fall. Spenden sind einfach. Genau, es ist im Prinzip Geld. Das kann man auf den Knopf drücken. Aber tatsächlich Know-how wäre halt geil. Ich habe gestern schon mit jemandem gesprochen, der Tonstudios baut. Der sagt mir aber, nee, eigentlich, ich mache das nicht mehr. War schon schade, weil den kannte ich vom Studium, von der SAE. Aber der hat jetzt irgendwie einen Job in Italien und ist da länger und wird mir nicht helfen können. Weil es bringt ja auch nichts, für Summe X Material zu kaufen, dann eine Wand hochzuziehen, um dann festzustellen, dass die gar nicht so funktioniert, wie man sich gehofft hat. Das wäre auch schade. Ja? Ich finde, Klima hat auch keine Zeit dafür. Nein, nein, das ist ein netter Gedanke, aber die haben auch ihre Projekte. Also das muss schon einfach entweder einen Handwerksbetrieb machen oder mir einen Handwerker sagen, was ich machen muss. Oder jemand fit ist aus der Community, der sagt, ja, geht schon. Also, und um die Ecke habt nur 2 linke Hände, ist auch gut. Lucy Lost, die kann nicht mehr eine Glühbirne wechseln. Doch, das schaffst du. Ich glaube an dich. Wenn Finn Kliman das macht, steht vielleicht der Raum, aber die Halle drumherum liegt in Trümmern. Ja. Ja, also ich, natürlich, das soll schon so ein Community-Ding werden, ne? Also, ihr sollt schon alle das erleben, was abgeht. Aber drückt mir dann erstmal die Daumen, dass wir schnell eine Räumlichkeit haben und dann geht's weiter. Ja? Aber meine Session auf dem Hausboot von Olli und Finn muss drin sein. Ich meine, klar, ich kann Finn eine Nachricht zukommen lassen, aber was soll ich Finn sagen? Also ich weiß, dass Finn super viel um die Ohren hat. Was soll ich sagen? Ey Finn, du hast wahrscheinlich gehört hier, das Gebäude ist in die Luft geflogen. Ich brauche eine neue Räumlichkeit. Kannst du und deine Crew mir ein Studio bauen? Geht das? Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ja, dann sagt ihr das, Finn und Olli. Dann müsst ihr es denen sagen. Aber ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Ja, genau so. Finn, du, ey, ich bin zwar immer so ein Dulli und eigentlich will ich nur Schlagzeug spielen, aber komm, ey, stell dich nicht so an. Bring mal Brian mit, ihr macht das schon. Na, wir verstehen uns schon gut, aber ich weiß, dass er viel zu tun hat. Also das ist so, weiß nicht, er macht ja sein Stuff.
Also ich aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ihn damit anzuhauen. Vielleicht sagt er auch, Mensch, das ist ja auch vielleicht für die Content. Kann auch sein. Kann auch, das wirklich, kann auch sein, dass er sagt, Mensch, die müssen ja eh oder machen ihre Videos, vielleicht machen sie auch mal sowas. Kein Plan. Zumindest kann es sein, dass er Leute kennt. Das, die Idee ist gar nicht schlecht. Die Idee ist gar nicht schlecht, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir gerade auch erst auf, dass die Idee gar nicht schlecht ist. Ich frage ihn mal. Aber ihr müsst ja auch an tipseln. Einen kleinen schalldichten Raum zu bauen. How-to-Trockenbauwand. Zack, fertig, Content. Ja. Ey, ich sag's euch ehrlich, ich freue mich über alles. Über jede Hilfe. Das ist gerade irgendwie dumm. Aber es geht auch voran. Da hast du jetzt 500 plus Zuschauer. Ja, ich weiß aber nicht, ob das ein guter Tausch war. Ich freue mich über Zuschauer, ich freue mich über euch. Ich frage mich nur nicht, ob das der beste Tausch ist, zu sagen, ja, dann nehme ich eine Explosion in Kauf, da habe ich mehr Zuschauer. Müsst ihr entscheiden. Die Freuds helfen sich auch gern mit. Da machen wir einfach so coole YouTuber, coole Twitch-Leute machen, bauen lassen. Hinterher ist das ein richtiger Quatschraum. Nein, Real Life ist wichtiger. Ja. Ist es auch. Handwerk-Event. Das große Handwerk-Event. Also wenn ich das alles genau weiß, wenn ich genau weiß, wie das hier ausschaut, wie es weitergehen kann, dann halte ich euch komplett auch da wieder auf dem Laufenden. Aber gut, das wird jetzt auch die Zeit zeigen. Ein paar Tage Geduld sind nicht schlecht. Vielleicht weiß ich schon am 18. bei den Freuds ein bisschen mehr. Ich hoffe übrigens, dass wir das Geiles kochen, liebe Freuds, falls ihr noch da seid. Achso, Fisch vertrage ich nicht, ernsthaft. Ich habe eine Fischallergie. Bitte, wir dürfen keinen Fisch kochen. Ich weiß nicht, was ihr da immer kocht, aber Fisch geht nicht. Kann das jemand den schon mal sagen? Fisch, ich habe eine Fischallergie, ernsthaft. Das können wir machen, aber es wird richtig dumm. Wenn man das nur YouTube und Twitch-Leute bauen lässt, steht nach eine Softeismaschine drin. Aber das ist gedämmt sein soll. Ja, das ist echt so. Wissen Bescheid, ja, sehr gut. Ich glaube, das gibt es auch nicht bei euch, aber alles andere esse ich. Also alles andere ist mir egal. Wirklich. Fleisch ist gut. Ich kann richtig schön Fleisch essen. Also gibt es nur Fisch. Antifisch habe ich nicht. Ich glaube, Fisch ist ganz gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe eine Allergie. Was soll ich machen? Also ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr mir auf jeden Fall in nächster Zeit viel helfen müsst. Damit meine ich nicht hier die finanzielle Geschichte, sondern einfach inhaltlich. Wie richte ich das ein? Wie mache ich das? Wie soll ich das denn stellen? Meint ihr, das ist besser? Sowas, ja? Freuds kochen alles, was kochbar ist. Wir sind da. Ja, geil. Alles nach Feng Shui.